Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir den Laden, ich glaube, Hubrick Comics betreten, hieß das hier. Und ich sollte vielleicht mal einen Redaway nehmen, weil langsam kriege ich doch echt hier viel Strahlung ab. Und automatisch gespeichert, ausgezeichnet. Ich habe gespeichert, ich glaube, ich habe schon wieder nicht gespeichert, oder? Nee, ich vergesse andauernd auf Screen zu speichern. Tun wir direkt die neue Aufnahme hier anfangen. Gut, weiter geht's. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Hier sind ein paar Leute rumgelaufen, die nach irgendwas gesucht haben für jemanden, was die als Müll so ansehen. Aber irgendjemand scheint das bestimmt zu sammeln. Uff, jetzt wird's wieder. Geh weg, Leuchtender, super, bin tot. Oh, warte, ich will noch nicht bei mir hier eben packen. Genau deswegen sind Begleiter overpowered. Okay, ich habe was Gutes hinterlassen. Eine Schikane. Er ist voll zerlaufen, ey. Weil es ekelhaft. So, ich nehme an, hier ist schon das Ende so ungefähr. Unglaublich überwältigende Geschichten. Verursacht plus 5 Schaden mit den Alien Blaster. Du hast eine Aufgabe von unglaublich. Ja, du musst erstmal einen Alien Blaster bekommen. Aber gut zu wissen, dass ich jetzt mehr Schaden mit dem machen kann. Ja, futtern wir irgendwas am besten. Ich habe keine Coca-Cola mehr. Warte, die letzte, die ich den eingegeben habe. Scheint schon. Aufbereitetes Wasser ist ganz oben. Das aufbereitetes Wasser. Ich dachte immer so gereinigtes Wasser, deswegen finde ich das hier nie. Gleisbolzen, Medics. Laserpistole habe ich glaube ich noch gar nicht. Rechts Bein habe ich glaube ich schon, ne? Hm. Ja, weg damit. Ich glaube, wir haben ja alles erledigt, ne? Knitternder Filzhut, schwarze Weste und Hose. Ja, so viel Sachen zum Kostümieren. Grockner-Kostüm, was? Perfekt. Erhöht Stärke und Nahkampfschaden des Trägers. Cool. Ja, für Grockner-Fans findet man hier was. Ah, da kommt man zum Dach, okay. Kann ich das so unter meine Kleidung anziehen? Nee. Ja, so eine Rüstung ist das, ne? Brustrüstung, sag ich mal. Schade. Ach, Eutelner Brustteil habe ich schon. Und rechts Bein, ja. Schade. Hätte ich vielleicht nicht Geld ausgeben sollen. Sehr gut. Schauen wir, was passieren würde, wenn ich damit rumlaufen würde. Okay. Finde ich, hat sich gelohnt. Nimm mal die Handschellen mal mit. Sehr eine Maschinenpistole, Requisite. Perfekt. Wird schon wichtig sein für irgendjemand. Irgendjemand wird er bestimmt gebrauchen können.
Wahrscheinlich muss ich hier irgendwann so missionsmäßig hin. Und ich habe ja schon alles abgeräumt. Irgendwie so was, ne? Egal. Eine Dinnergabel. Sauberer roter Teller. Guck mal hier rein, flüchtig, dann weiter. Audiosteuerung. Alle Aufnahmegeräte sind derzeit außer Betrieb. Wenden Sie sich bitte an einen Techniker. Okay. Ich meine, das ist nicht an, weil ich Dingens hier. Das geht nicht. Maximale Helligkeit. Okay. Was haben wir noch? Cool. Ja, sieht geil aus. Noch irgendwas Geiles, was ich vielleicht mitnehmen sollte? Ich sollte ja Comics finden, aber ich will jetzt nur ein paar verbrannte. Gehe ich jetzt auch nicht extra nochmal rein. So, wo war die Leiter? Hier. War ja mal ein cooles Ding. Hey, warte mal, wenn ich da jetzt in das Licht reingegangen wäre, ändert sich die Controllerfarbe? Egal. So. Irgendein Nerd wird das schon alles hier gebrauchen können. Wir haben eine Requisite bekommen hier von so einem Schrotgewehr. Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, das wäre ein echtes Schrotgewehr. Aber naja. Was soll man machen? Wird wahrscheinlich auch jemand gebrauchen können und der Ladebildschirm ist verdammt lang. Egal, ne? Okay. So. Ein schlechter Ort zum Kämpfen. Hier ist nichts, nehme ich an. Das ist so eine geile Funktion jetzt, ne? Okay, gehen wir mal wieder zu unserem offiziellen Weg. Auch wenn wir in 2 Minuten wieder irgendwas finden werden. Was wieder vollkommen hier. Such eine Leiter oder so. Kann man nicht irgendwo hier hoch? Wir werden wahrscheinlich sowieso irgendwas finden, was uns hier voll sidetracken lässt. Hup. So, jetzt du. Hallo? Fand ich irgendwie witzig. So. Das ist das nächste Gebiet. Wir müssen irgendwo dahin. Das ist alles so weit weg. Boah, das Spiel kann echt düster sein, wenn es so dunkel ist. Gemütliches Kissen. Der hat sich das hier schön gemütlich gemacht. Ein Raider, ein Raider. Die ganze Aufregung wegen nichts.
Ein Auto, ein Auto. Scheiße, das sieht nach einem Hinterhalt aus. Wie bleibt der denn hier so noch ruhig, ey? Ich schwör's. Wie kann man nur so ruhig bleiben? Da ist gerade ein Auto explodiert. Ich werde doch irgendwie da reinkommen, oder? Was denn? Jetzt gehörst du mir, Mann. Oh, was? So schlägt man nicht. So schlägt man. Ja, weiß ja nicht. Gamma-Patronen. Wir haben Schlafsack gefunden. Ich penne mal hier damit. Dingens zu uns kommt strong, nehme ich an. Ja, da ist er. Gut. Und ich bin wieder voll geeilt. So. Ja, so ein kleines eigenes Abenteuer wieder. Ich hoffe, es hat euch nicht gestört. Ja, wie komme ich jetzt wieder runter? Ach so, ja. Im Moment läuft es ja gegnermäßig so. Jetzt noch nicht was vollkommen brutales hier begegnet. Ich passe hier mal auf. Ich konnte nicht mehr vernünftig reagieren, als ich die aktiviert habe. Weil wenn die schon am Ticken ist, dann ist es schon eigentlich vorbei, wenn man nicht weiß, wo die ist gerade. Deswegen bringt es irgendwie nichts. Noch wegzurennen. Ganna. Seid ihr böse oder seid ihr nicht böse? Was seid ihr überhaupt? Na, lass mal erstmal, würde ich sagen. Erstmal hier storymäßig ein bisschen vorankommen auch. Ja, ich bin natürlich vollkommen falsch. Gut, muss ich nicht schnell speichern. Da sind sowas von Raider, ne? So, na, was? Die sind nicht böse. Die sind nicht böse. Hallo. Peter hat am Schatz Aussichtspunkt. Hallo. Entschuldigung. Ich hoffe, du entscheidest dich, eine der Säulen der Gemeinschaft zu werden. Trending. Hey. Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Sag doch mal, fühlt sich diese Welt für dich zerbrochen an? Fragst du dich, warum es nicht wieder wie in den guten alten Zeiten sein kann? Ich war in den guten alten Zeiten. Die ganze Welt ist kaputt. Das habe ich auch gedacht, bis ich eine Möglichkeit fand, etwas zu bewegen, um mein Leben und das Leben aller zu verändern. Wir nennen uns die Säulen der Gemeinschaft. Wir sind eine neue Bewegung, also hast du vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Und auch du kannst Teil dieser spannenden Zukunft sein. Hier entlang bitte. Dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Um was geht es in eurer Bewegung? Schön, dass du das fragst. Unsere Mission ist nichts Geringeres, als das gesamte Commonwealth zu verändern. Leben für Leben. Vielleicht hast du mal in Bildern oder Geschichten erfahren, wie das Leben vor dem großen Krieg. Ich war vor dem Krieg. Vielleicht hast du dich gefragt, warum kann es nicht wieder so sein? Tja, Nächster, ich sage dir, dass es möglich ist. Was meinst du? Bereit für den ersten Schritt in ein neues Leben? Den Versuch bist du dir schuldig. Ja, bin ich. In Ordnung, fantastisch. Du wirst es nicht bereuen, versprochen.
Seit unseren Anfängen hat uns noch nie eine Säule verlassen. Ich freue irgendwas mich krankes immer, ist hier, ne? Mitglieder willkommen zu heißen. Irgendwas krankes ist hier am Keine Laufen, Angst, oder? Ich weiß es nicht. Wir suchen immer nach neuen Mitgliedern. Silver Shroud. Ja. Das ist auch vom Comic-Laden, nehme ich an. Nicht so schüchtern. Komm. Hier entlang, Nächster. In Ordnung. Hoffentlich freust du dich auch so wie ich. Ich finde es besonders schön, neue Mitglieder in unserer Bewegung willkommen zu heißen. Der erste Schritt ist einfach. Du musst lernen, nicht mehr an materiellem Besitz zu hängen, um wahren Reichtum, wahre Gesundheit und wahres Glück zu erlangen. Gib mir einfach alles, was du hast. Dann weihe ich dich als Säule der Gemeinschaft der ersten Schritte ein. Strong nicht Säule. Strong Hammer behalten. Das ist doch wohl ein Witz. Ich soll dir alles geben, was ich habe? Der erste Schritt ist der schwierigste, Nächster. Aber das ist die einzige Möglichkeit, dein altes Leben abzustreifen und den Weg hin zu Gesundheit, Reichtum und Glück zu beschreiten. Findest du nicht, das ist ein vorübergehendes kleines Opfer wert? Was erhalte ich denn als Gegenleistung für meinen Besitz? Du bist in altem Denken verhaftet. Du klammerst dich an dein altes Leben. Aber es besteht ja aus mehreren Leuten. Und der erste Schritt ist das Loslassen von materiellem Besitz. Was, wenn ich es mir anders überlegt habe und nicht mehr beitreten will? Tut mir leid, darüber sind wir schon hinaus. Du musst mir wirklich alles geben. Sofort. Okay. Du glaubst doch nicht ernsthaft, ich gebe dir meine ganzen Sachen. Die Welt ist voller Idioten. Schau dich um. Jeder von ihnen hat all seinen Besitz abgegeben, um... Stimmt, wir haben viele Leute. ...zu erhalten. Klar, es ist eine falsche Hoffnung, aber sie war es ihnen wert. Du kannst dir einreden, was du willst, aber du gehst hier entweder nackt oder in der Horizontalen raus. Deine Entscheidung. Ich werde jetzt gehen. Deine Entscheidung, was du dagegen tun willst. So funktioniert das nicht. Du bist tot. Was ist eine gefangene Gemeinschaft? Tötet ihn! So. Das ist ein Geheimnis, wenn das noch gehen könnte. Du gut! Hey! Ah, Gruppengemetzel! Ja, warum? Haben die dann so viele Leute, wenn... Mein Gott. Bin ich schon wieder hochheilen, ja. Alter, muss mich schneller heilen können, ey. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, wo ist denn Strong? Jetzt, wo ich den brauche. Am Boden, ey. Natürlich liegt er am Boden. Mann, ich krieg viel zu viel Schaden. Kann mich nicht rechtzeitig hochheilen. Guck mal her. Eine Überraschung für euch. Du denn?
musst es einfach gut sein lassen und gehen können. Wollte ich ja, aber ging ja nicht. Das hat. Aber jetzt bin ich doch schon irgendwie neugierig. Was machen die denn, wenn ich denen wirklich alles gehe? Alter. Ich will aber nicht Mitglied einer Sekte werden. So, wo bin ich? Ich bin hier. Perfekt. Ja, dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir uns diesen Psychos anschließen. Wir suchen immer nach neuen Mitgliedern. Ich hoffe, du entscheidest dich, eine der Säulen der Gemeinschaft zu werden. Willst du was? Hi. Hallo, Nächster. Willkommen, Nächster. Okay, folgt da. Sag doch mal. Die ganze Welt ist kaputt. Das habe ich auch. Aha. Wir nennen uns, aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Hier entlang. Aha. Klingt gut. Das ist ausgezeichnet. Na gut, du Verrückter, dann gehen wir mal und ich gebe dir alles, was ich habe. Keine Angst, in Ordnung. Hoffentlich freust du dich auch so wie ich. Ich finde es besonders schön, neue Mitglieder in unserer Bewegung willkommen zu heißen. Der erste Schritt ist einfach. Du musst lernen, nicht mehr an materiellem Besitz zu hängen, um wahren Reichtum, wahre Gesundheit und wahres Glück zu erlangen. Gib mir einfach alles. Strong Hammer behalten. Wo wir die da draußen warten. Was erhalte ich denn als Gegenleistung? Du bist in Altem, aber das sollst du. Das ist doch wohl ein Witz. Der erste Schritt. Aber das ist die Ein. Findest du nicht? Also, hier ist alles, was ich habe. Du wirst es nicht bereuen. Glückwunsch, du bist jetzt eine Säule der Gemeinschaft. Also, hier kommt Stufe 1. Wiederhole dieses Mantra, bis du es wirklich glaubst. Ich verdiene ein besseres Leben. Es kommt. Es ist schon fast da. Sobald du es im tiefsten Innern glaubst, bist du bereit für Stufe 2. Dann werden dir großartige Dinge widerfahren. Ich verdiene ein besseres Leben. Es kommt. Es ist schon fast da. Das wär's, Nächster. Mach weiter und erzähl deinen Freunden von uns. Was? Ich glaube nicht, dass das irgendwie so gut war. Was gibt's, Nächster? Woher weiß ich, dass ich bereit für Stufe 2 bin? Oh, das wirst du wissen. Es wird Gutes geschehen. Warte. Bis dahin musst du einfach auf Stufe 1 weiterarbeiten. Was gibt's, Nächster? Ich wollte dir nur danken. Eine Säule zu werden. Danke. Arbeite weiter an Stufe 1. Vielleicht geschieht dann schon Gutes. Hallo, na? Spürst du nicht schon, wie sich dein Leben zum Besseren wandelt? Mein Papa habe ich aber noch. Hallo. Ich verdiene ein besseres Leben. Es kommt. Es ist schon fast da. Ich finde nicht, dass das so gut war. Ich hab es nie bereut. Die Mission war jetzt auch nicht irgendwie damit verbunden, also. Ja, mein Leben ist scheiße. Was gibt's, Nächster? Egal. Was gibt's, Nächster?
Ich brauche meine Sachen zurück. Eine Geld-Zurück-Garantie gibt es nicht. Was gibt's, Nächster? Dann sind einfach alle Sachen weg jetzt. Krieg die Krise. nein. Warum ist denn das immer noch da? Ich habe davor nochmal gespeichert. Wenn nicht, muss ich mal alles neu machen wahrscheinlich. Weil das ist kurz vor Level 10, also muss das ja richtig sein. Der erste Schritt ist einfach. Du musst lernen, nicht mehr an Mathe. Gib mir einfach alles, was du Stronghammer behalten. Das ist doch wohl ein Witz. Der erste Schritt ist. Aber das ist die. Findest du nicht? Hab's mir anders überlegt. Ich will doch nicht beitreten. Tut mir leid, darüber sind wir schon hinaus. Genau. Ich werde jetzt gehen. So funktioniert das nicht. Er ist eine Gefahr für die Gemeinschaft. Oh, auf den Strongman zu tun. Oh. Am besten kommt jetzt alle hier rein, ne? Ich krieg so viel Schaden, ne? Ist da was? Ich guck jetzt, was hier drin ist. Da ist irgendwas abgefuckt schon, ne? Ja, kann man ja mal sagen, was genau das gebracht hätte, wenn ich dem beigetreten wäre. Aber ich dachte, ihr wollt alle von neu anfangen. Alter, ey, das ist auch so kacke. Ich immer gegen alles hier drauf gehe. Gegen Ghoul hatte ich eine Chance, aber ich komme mit der Heilung nicht hinterher, da ist das Problem. Kann ich nicht hochheilen, wenn ich einmal wenig. Du musst lernen, nicht mehr an deinem Besitz zu hängen, um wahren Reichtum, wahre Gesundheit und wahres Glück. Nein, zu spät für die Ziele. Was? Hey! Ja. Hat. Du hättest dich nicht mit uns anlegen sollen. Ist das? Warum ist das Ding so gruselig? Schaffen. Was ist das Ding? Hey. Ja, du bist ja noch am Leben. Du hättest einfach gut sein lassen und gehen können. Wollte ich doch. Ihr habt mich doch nicht gelassen. Ja, mach mal ein Feuergefecht hier, okay. Wird schon irgendwie funktionieren so.
ablegen soll. Ah, hier. Uff. Was ist passiert? Was war das? Wir haben eine riesige Explosion, glaube ich, gesehen. Oh, die Waffe ist ja viel besser. Ich kann ja nicht mal die Waffen aus der Hand schießen, das ist irgendwie doof. So, komm her. Boom! 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 Okay. Alter. Zeit zum Sterben. Aber das Ding war gruselig. Hm. Was hat denn genau auf uns? So dumm, so schwach. Der Andrew ist ja immer noch am Leben. So, komm her. Oh, weg bist du. Ja, die haben ja keine Wahl gelassen, also. So, jetzt wohne ich hier ab. Cool, oder? Warum kann ich ja nicht pennen? Wollte schon sagen, ich habe die jetzt ja alle abgeschlachtet. Guter Mensch, nehmen was brauchen, verschwenden keine Zeit. Mini-Atom, Dann gucken wir noch mal im einen Raum. Also ja, ich habe versucht, denen meine Sachen zu geben, hat irgendwie nichts geändert, deswegen ihr wollt mich nicht gehen lassen, also ja, so einfach läuft das. Einfach weggehen können, aber ich kann nicht sein, dass ich hier einfach gehe und nichts passiert. Das war der Part zu lang. Und Level up, sehr gut. Stimmt, ich verliere auch kein Karma mehr, ne? Gibt ja kein Karma hier. So, ich habe jetzt mehr oder weniger eine kleine Basis hier. Ich bin jetzt aber irgendwie jetzt nicht so ein Hinweis darauf, was es mit dieser Organisation jetzt auf sich hatte. Komischerweise. Egal. Guck mal, ob ich noch irgendwas hier verbrauchen kann. 41 Watt. Ja, davon kann ich noch nichts benutzen. 18. 13, 18, da muss ich mir irgendein neues suchen. Also fortschrittliche Technologie zum Standard und ein Hightech-Mods. Ich glaube, wir nehmen uns das hier dann. Wir bessere Sachen herstellen können. Okay. Ja, dann ist das hier gerade passiert und wir gehen dann nächstes Mal weiter und erkunden das Ödland, während andere Sachen passieren.
ich bedanke mich dann allerherzlich fürs Zuschauen und sage dann Tschüss, bis zur nächsten Folge.